Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik und ich möchte euch heute mal den großen Starkstromhäcksler von der Firma Stihl vorstellen. Und zwar ist das der GHE 450. Also das ist ein richtig Teil, wenn man große Sachen machen möchte, aber trotzdem nur einen Strom- und keinen Verbrennungsmotor nutzen möchte. Habt ihr unten stabiles Metallgehäuse, große Räder, da man auch schön transportieren kann. Weil der ist natürlich ein bisschen massiver und stabiler. Und was eine Besonderheit ist, der hat zwei Trichter. Also einmal den Haupttrichter, den großen hier. Der ist für Blumen, Laub, feineres Material. Und einmal hier, den könnt ihr hier so ausklappen, den Trichter. Ich hoffe, dass man das sehen kann, da unten. Das ist dann für das holzige Material. Also das sind für die Messer jeweils unterschiedlich, aber das zeige ich euch. Ich tue jetzt einfach mal den Trichter runterschrauben. Wichtig ist immer, wenn ihr den runternehmt, natürlich ausstecken, auch wenn ihr einen Sicherheitsschalter habt. Hier einfach aufdrehen. So, dann klappt man den so nach hinten und hängt ihn hier aus einfach. So, jetzt kann ich es euch schön nämlich zeigen. Ihr habt einmal hier das Messerwerk für das feine Material und hier unten das ist praktisch der zweite Trichter fürs Astmaterial. Da sind die Messer anders angeordnet und auch hier von der Gegenschneide her, dadurch wird erreicht, dass ihr optimal Astmaterial und gröberes häckseln könnt und auch feineres Material. Was ich jetzt vorher gemacht habe, was ich euch empfehlen würde, so einen genannten Trockenschmierstoff ein bisschen einsprühen. Da ist da dann eine leichte Schicht, das wird dann relativ fest. Unten genauso. Einfach einsprühen. Dann legt sie der Dreck nicht so an und wenn sie fertig heizt mit dem Häckseln, am besten ein bisschen sauber machen und mit so einem Multispray einsprühen, weil Stahlmesser können, wenn die mal vom Lack oder Verzinkung abgeschlagen sind, auch rosten. Das ist bei hochwertigem Stahl so, auch wenn es manche nicht glauben möchten. Also da ist gut, vorher ein bisschen einsprühen, dann bleibt der Dreck nicht so hängen und danach ein bisschen ein Multispray drüber. Dann heizt sie da auf der sicheren Seite. Können wir auf unten anschauen, also da ist innen alles Metall, das ist wirklich stabil. Das Außen ist einfach die Isolierung, dass das Gerät nicht so laut ist. So, jetzt hängen wir den wieder ein, kann man natürlich auch für den Transport aushängen, den Trichter. Dann kann man leichter transportieren. Einfach hier mit den Nasen so reingehen, links und rechts. Und dann braucht man bloß so vorklappen und hier wieder zudrehen. Da ist auch noch so eine Schutzabdeckung und ein Schlüssel dabei, wenn man die Messer oder den ganzen Messerkreis rausschrauben möchte, ist alles dabei. Ist auch in der Beschreibung nur mal genau erklärt, wenn man das einmal machen möchte. Also wichtig, Eigenschutz natürlich, Gehörschutz, weil das Teil ist natürlich laut, Gesichtsschutz oder halt in Kombination gibt es das natürlich auch. Ja. Und dann natürlich Starkstromverlängerungskabel. Ihr habt beim Gerät auch einen Phasenwender integriert. Man sollte immer die Laufrichtung beim ersten Mal prüfen, wenn es an einer Steckdose heizt oder am gleichen Kabel, damit man weiß, ob es passt. Und die kann man hier drehen. Also wenn die Phase nicht passen sollte, hier einfach umdrehen, mit dem Schraubenzieher reingehen und dann die zwei drehen. Dann ist die Phase umgekehrt, wenn er falsch rum laufen soll. Die Phase zum Prüfen, ob er richtig rumläuft, ist eigentlich am besten, wenn er zu zweit seid. Also einer schaut rein, entweder hier auf die Messer, wenn man einschaltet, weil am Anfang sieht man ja, ob es links oder rechts rum anläuft. Oder bei dem zweiten Trichter sieht man es natürlich genauso. Also hier und dann da ein bisschen aufheben. Man kann auch mit einer Taschenlampe reinleuchten, natürlich, geht auch. Sonst merkt man es auch, wenn er rückwärts läuft, weil dann habt ihr keine Leistung. Gut.
Also ich habe jetzt schon mal ein bisschen Material hergeholt. Also das ist ein gescheiter Gesichtsschutz mit einer Drehverstellung, wo du anpassen kannst und auch schön runter und drauf glauben. Und wie gesagt, Gehörschutz gibt es entweder extra oder ihr könnt es auch in Kombination natürlich haben. Zum Einschalten, das macht man da, wo man auch auf und zu dreht, einfach hier drücken und drehen. Dann bleibt er hier in der Mittelposition an. Ah, Handschuhe brauchen wir noch. Ich hole noch schnell Handschuhe. Ich habe mir jetzt noch den Handschuh geholt. Das ist sogar ein Schnittschutzhandschuh, braucht man zwar jetzt nicht, aber das ist halt ein stabilerer Handschuh von der Firma Oregon hier. Also wie gesagt, kleineres Material kann man nach oben reinmachen. Der Zicker ist dann hier. Zicker ist. Kleineres geht oben besser. Also verzweigtes Material ist auch kein Problem. Aber du musst dann drücken und reinstecken. Zeug, was man so im Garten an Material hat, wo man gut verarbeiten kann. Gleitzeug ein bisschen stopft, dann einfach einen dickeren nehmen und einfach nachschieben. Thank you.
kleinere Zeug dann oben rein. Oder wenn es ja auch so Material in der Art hat, so dickeren Blumenschnitt, geht auch ohne Probleme. Den dann hier oben rein. Zum Ausschalten einfach nach rechts oder links drehen, dann ist er aus. Also ihr seht, ob feineres oder grobes Material, ihr könnt da oben auch Laub reinschmeißen, verarbeitet der alles. Oder Richtung Blumenschnitt. So. Schauen wir uns einmal das Material an. Weil das ist auch wichtig, dass das gescheit fein ist. Also ihr seht hier, das grobere Holzmaterial ist schön fein und das andere hier auch alles schön fein gemacht, dass das auch entsprechend gut verrotten kann. Weil das ist so wie das A und O bei einem gescheiten Häcksler, dass der das Material vernünftig klein macht. Dann kann man es entweder zum Mulchen unter die Bäume hernehmen oder ihr könnt es natürlich auch zum Kompostieren oder für den Hochbeetbau nutzen. Das ist immer ganz praktisch. Ja, wenn es euch gefallen hat, gefällt mir, liked mir, abonniert mich. Ich verlinke euch wieder wie immer das Gerät im Anschluss vom Video und auch das Zubehör. Wenn ihr was braucht, würde mich sehr freuen. Dankeschön.